glaube, dass viele Christen deshalb so besiegt im Leben sind und so niedergeschlagen sind, so entmutigt sind, weil sie das Wort Gottes nicht als eine lebendige Speise jeden Tag in ihrem Leben genießen. Viele betrachten das Wort Gottes eher so wie ein Instantpulver. Mal eben schnell im Vorbeigehen irgendwas aufgeschlagen und zu sich genommen und das reicht. Oder wie ein Glückskeks, den man sich vom Teller nimmt. Mal hören, mal sehen, mal lesen, was heute der Herr so für mich hat. Ich kann dir sagen, dass das nicht reicht, um siegreich im Leben zu sein. Das reicht nicht, um siegreich gegen den Feind vorwärts zu gehen. Das wird nicht reichen, dem Feind zu widerstehen. Wir müssen wissen, wer wir in Christus sind. Wir müssen wissen, welches die Strategien des Feindes in unserem Leben sind, die uns zurückhalten und ausbremsen wollen. Wir müssen wissen, was die Bibel zum Thema Heilung und Wiederherstellung sagt. Wir müssen wissen, wie Gott in unserem Leben dieses Wort als Saat einsehen will, damit wir Frucht bringen, 30, 60, 100-fältig, wie es das Neue Testament beschreibt. Wir müssen viel, viel mehr aus der Bibel an Kraft und an Ermutigung ziehen, damit wir siegreich im Leben weitergehen sollen. Das Neue Testament spricht davon, dass wir im Leben herrschen sollen. Weißt du, wir können nicht herrschen, wenn wir gar nicht wissen, wie das geht. Wenn wir nur nebenbei einen kleinen Text aus der Bibel irgendwann mal reingeschoben haben, ja, mal schauen, sagt er mir was, sagt er mir nichts, und dann weitergehen, weil wir haben es ja nicht verstanden. Wir sollen im Leben herrschen. Das ist etwas, was wir lernen sollen. Und das können wir nur lernen, wenn wir uns wirklich zum Wort Gottes hinwenden. Wir können nur lernen, wer wir in Christus sind, wenn wir wissen, was die Bibel dazu sagt. Genau zu diesem Thema haben wir auf unserer Webseite dir Hilfsmittel gegeben. Dort findest du Texte, dort findest du Bibelworte, die du genau da einbauen kannst. Wer bin ich in Christus? Nutze diese Texte, die wir auf der Seite stehen haben. Wende sie in deinem täglichen Leben an. Nimm sie mit in dein Denken, in deinen inneren Menschen, dass du im inneren Menschen verändert wirst. Heute ist ein Tag, wo du ganz neu diese Herausforderung nehmen sollst, dich wirklich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Lies es betend, lies es fragend, lies es erwartend. Erwarte, dass Gott wirklich durch sein Wort in dein Leben spricht. Es ist kein oberflächliches Wort, es ist kein Roman, den man gelesen hat und der wieder im Bücherschrank verschwindet. Es ist lebendige Speise, die deinen inneren Menschen aufbaut, sättigt, ermutigt und dich weiterbringt. Du brauchst dieses Wort als Festspeise in deinem täglichen Ernährungsplan deines inneren Menschen. Nutze heute ganz neu Zeit. Nimm dir Zeit. Zeit ist ein angefochtener Bereich in unserem Leben. Aber wenn du wirklich einen Entschluss triffst, Zeit mit Gott und mit seinem Wort zu verbringen, dann wirst du merken, dass da etwas in dir aufgebaut wird, dass da etwas entsteht in dir, dass da neues Leben kommt und dass du in der Beziehung zu Jesus wächst. Und das wird dir zur Freude werden. Du wirst positiver dastehen, du wirst einfach ermutigter dastehen und du gehst einfach durch deine Situationen viel, viel besser, aufgestellter und von Gott befähigt durch. Ich wünsche dir, dass du erfährst, Gott hat mehr für mich.